Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns aktuell nicht mit dem Spiel holen können. Dennoch möchte ich dieses Video jetzt machen, um den ein oder anderen vielleicht darauf vorzubereiten, sich ein ähnliches Toy in der Zukunft holen zu können. Wie das Ganze funktioniert, will ich euch erklären, beziehungsweise als erstes schauen wir uns an, um was es sich handelt. Wir haben hier schon mal ein Banner stehen, das ich eben gerade aufgestellt hatte. Und zwar ist das das gequälte Banner der Opportunen, so rum. Und das haben wir aus der zweiten Season bekommen. Da hatte ich auch schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Und jetzt gibt es quasi für die dritte Season ein neues, und zwar das verschlüsselte Banner der Opportunen. Und das können wir jetzt mal aufstellen. Wenn wir das aufstellen, dann tanzen wir einmal, beziehungsweise alle, die in der Nähe stehen, werden so komisch so ein gelbes Leuchten und haben halt so ein Banner hier stehen. Das Ganze sieht genauso aus wie das von der zweiten Season, nur dass die Farbe hier ein bisschen anders ist. Ich glaube, da heißt das Rot von der Farbe ein bisschen anders. Andere war, glaube ich, ein bisschen gedeckter, ein bisschen dunkler. Und ja, ihr seht, da ist so ein M-Plus-Zeitsymbol mit drauf. Sieht ganz cool aus, das Banner hat einen netten Effekt, wenn man es aufstellt. Und ja, wo kriegen wir das Ding jetzt her? Wir müssen einmal bei dem Turnier von Blizzard mitspielen. Also jede Season bastelt Blizzard quasi ein eigenes M-Plus-Turnier für so die quasi besten Leute im M-Plus-Bereich. Wichtige Information an der Stelle, ihr müsst nicht krass im M-Plus sein, dass ihr euch dieses Banner spielen könnt. Ihr müsst bloß ein paar Schritte befolgen. Und zwar müssen wir uns auf einer bestimmten Seite dann anmelden. Und zwar ist die Seite hier games.majorleaguegaming.com. Ne? Auf der Seite müsst ihr euch quasi einen Account machen. Ihr könnt das auch mit eurem Battle.net-Account verknüpfen. Ihr könnt euch dann auch über einen Battle.net-Account tatsächlich einloggen. Und hier müssen wir uns dann ein Team basteln. Wenn wir uns das Team gebastelt haben, müssen wir dann Leute einladen. Oder ihr könnt auch, wenn jemand anderes Team gebastelt hat, die Leute dann quasi dazuladen. Und hier ist es so, dass ihr dann insgesamt 5 Leute braucht, am besten halt einen Tank, einen Heiler und 3 DDs, ne? Macht halt Sinn. Und diese brauchen halt auch ein laufendes WoW-Abo und sollten in der Lage sein, einen 15er Stein quasi zu timen. Wichtig ist, dass dann alle diese Leute bestätigen und das ist immer so etwa einen Monat, bevor dieses Turnier startet. Blizzard gibt das immer bekannt, wann das Turnier startet, dann kann man sich auf der Seite anmelden, macht sein Team, alle müssen bestätigen und dann wird quasi das Team akzeptiert. Und man bekommt dann ein paar Wochen später quasi Zugang zu einem extra Turnierserver. Der ist dann da unten, wenn diese ganzen Sprachen sind, Deutsch, Englisch, Französisch, ist dann der letzte Reiter Turnier. Klickt man drauf, kann man sich einen Char machen, der ist direkt Max-Level. Und dort gibt es dann auch verschiedene NPCs, wo man sich wirklich das absolute Max-Gear kaufen kann, um dann direkt loszulegen. Es ist quasi wie so eine Art PTR-Server, bloß halt nur fürs Turnier. Und dann muss man, um das Toy sicher spielen zu können, 2 bestimmte Keys, die man vorher ins Inventar gelegt kriegt, absolvieren. Und zwar in diesem Fall waren es die Tazawesh und ich glaube Seuchensturz war es, meine ich, in Season 3. War relativ easy mit absolutem Max-Gear im 15 zu timen. Und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr dann ein paar Wochen, nachdem das Turnier zu Ende ist, euer Toy. Das war sowohl in der Season 2 der Fall, als auch in der Season 3 der Fall. Ihr könnt es jetzt nachträglich nicht mehr holen. Ne? Ich mache das Video, weil wahrscheinlich in Season 4 wird es dasselbe wieder sein und dementsprechend gibt es dann wahrscheinlich wieder ein Banner, was dann halt wieder ein bisschen eine andere Farbe hat. Man kennt es ja bei Blizzard mit ihren kleinen Recolors. Das Schwierigste an dem Ding ist, wirklich 5 Leute zu finden, die Bock haben, einfach diese 2 15er Keys auf dem Turnierserver zu machen und sich halt über einen Monat vorher anzumelden und dann auch wirklich aufzutauchen. Weil wenn ihr euer Team dann nicht zusammenkriegt, wird es halt schwer. Ihr könnt dann nicht schnell wen anders suchen, weil nur die Leute, die sich vorher angemeldet haben, können dann quasi auf dem Turnierserver spielen. Und das ist halt ein bisschen ätzend. Und naja, also wenn ihr euch das Toy holen wollt, achtet ein bisschen drauf, wann das nächste Blizzard-Turnier ist. Meldet euch rechtzeitig an, sucht euch eine Gruppe. Und ja, die 15er Keys mit dem Max-Gear sollte eigentlich jeder hinkriegen, der halbwegs seinen Char spielen kann. Gut, das waren eigentlich die Infos, die ich euch geben kann. Wenn ihr euch interessiert, wie das andere Banner ausguckt, schaut das quasi von der zweiten Season des Videos, da habe ich es auch schon gezeigt. Leider hat das jetzt hier beides Abklingzeit, kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, beziehungsweise am Anfang habt ihr es ja noch kurz gesehen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.